Sowas in der Art sieht man dann doch häufiger im Fitnessstudio. Und jetzt wird es Zeit mal wieder für eine kleine Technikfehler-Serie Part 3. Und wie du eben in dem Video schon gesehen hast, so solltest du es natürlich nicht machen. Das ist ja schon fast klar. Aber da hat man nochmal ganz genau gesehen, hier gab es ein paar Fehler, was Rollen und was den Griff angeht. Ja? Also so ein bisschen das Verhältnis von Rollsitz zum Griff war irgendwie nicht ganz ideal. Und den ersten Fehler, den ich jetzt einmal ganz genau nochmal darstellen möchte, den sieht man nicht nur bei, das ist ein ganz normaler Fehler, den sieht man jetzt nicht nur im Fitnessstudio ganz häufig, sondern auch bei ganz normalen Ruderanfängern, die auf dem Wasser sich ins Ruderboot setzen. Und das ist der Fehler, den wir Kiste schieben nennen. Und Kiste, wie man es vielleicht schon fast sich denken kann, ist der Po, der Arsch, der Pöter, das Sitzfleisch, Becken. Genau. Und was man dann immer ganz gerne sieht, ist, wenn man Kiste schieben, weil, und das zeige ich gleich nochmal auf dem Rudergerät, weil man so ein bisschen den Arsch halt hinten rausschiebt. Ja, wenn man die Kiste rausschiebt, aber der Griff vorne auf der gleichen Position ist. Das heißt, oder langsamer hinterherkommt. Das heißt, Griffgeschwindigkeit und Sitzgeschwindigkeit stimmen nicht überein, matchen sich also nicht. Und normalerweise beim Durchzug sollte die Sitzgeschwindigkeit und die Griffgeschwindigkeit am Anfang in ungefähr gleich sein. Und zumindest solltest du dir das so merken. Das kann leider das Konzept Ruderergometer oder auch der Water Raw oder andere Rudergeräte jetzt nicht wirklich darstellen. Das sieht man darauf nicht. Das heißt, du kannst es dir höchstens über einen Video, also wenn du dir selber ein Video aufnimmst, kannst du das mal gegenchecken. Oder es gibt hier in Berlin ein richtig cooles Startup, nennt sich Augletics. Das ist so ein Konglomerat. Das ist ein Team aus Maschinenbauern, aus Weltmeistern, also Ruderweltmeistern, Physikern. Und die sitzen gerade da dran und bauen so ein Ruderergometer. Und ich habe mir das letztens mal angeguckt. Ziemlich cool, ziemlich tight. Freue mich, wenn das auf den Markt kommt. Das dauert noch ein paar Wochen. Und da kann man coolerweise, da ist ein Sensor sowohl im Sitz als auch im Griff drin. Und der gibt dir dann halt auch Feedback, ob die Geschwindigkeiten übereinstimmen und ob du vielleicht einen Technikfehler in der Richtung hast. Aber jetzt, zack, komm mal mit, gucken wir uns das, ich muss das hier wieder hinstellen, gucken wir uns mal an, was Kiste schieben eigentlich ist und wie du, falls du Kiste schiebst, das Ganze beheben kannst. Stellen wir das hier mal hin, zack, passt. Kiste schieben. Also was ist genau Kiste schieben? So, bleiben wir wieder oben drauf. Was ich gerade meinte, wenn du hier auf den Sitz schaust und hier auf den Griff, sollte normalerweise im Durchzug die Bewegungsumkehr des Rollsitzes vorne und die Bewegungsumkehr des Griffs vorne synchron gleichzeitig passieren. Ja, natürlich würde das vielleicht immer ein ganz kleines bisschen versetzt sein, aber in ungefähr sollte diese Bewegungsumkehr und damit auch die Druckaufnahme über die Beine und hier über den eingespannten Oberkörper gleich sein. Was man jetzt beim Kisteschieben aber macht, ist, dass man den Pöter, die Kiste, halt zuerst nach hinten wegschiebt, der Griff aber die gleiche Position behält. Ja? Was heißt, dass man die komplette Power der Beine, ja? Denkt dran, das sind 60% der Kraft kommen aus den Beinen, dass man diese gesamte Kraft, diese gesamte Länge, die die Beine auch erzeugen können, einfach verpuffen lässt. Ja, das sieht nämlich so aus. Zack. Du kannst dir natürlich denken, dass hier dann der untere Rücken auch nicht angespannt ist und das eine ziemlich ungesunde Technik ist. Ja, das heißt, ich mach's mal ein bisschen extremer. Ja, das ist jetzt schon ziemlich extrem. Manchmal sieht man das auch einfach nur ganz leicht, ja, dass da irgendwie nur so ein bisschen der Po hinten rausgeht. Und die Ursache ist meistens A, eine fehlende Koordination und B, eine fehlende Kernkörperspannung. Denn was du ja eigentlich machst, ist, wenn du löst ja die komplette Spannung auch auf, beziehungsweise da ist ja gar keine Spannung mehr hier in deinem Core, es ist keine Kernkörperspannung mehr da. Oder was halt auch ganz gerne mal passiert ist, du guckst die ganze Zeit hier irgendwie runter und der Kopf oder die Blickrichtung und alle Bewegungen folgen ja immer so ein bisschen der Blickrichtung und dem Blick. Ja, das heißt, das allererste, was ich dir empfehlen würde, ist, versuch sofort, wenn du hier vorne in der Auslage bist, immer diese stolze Position aufrecht zu behalten. Ja, das heißt, wirklich wie ein stolzer Tiger, wie ein stolzer Löwe, nach oben schauen. Und das auch versuchen, beim Durchzug zu halten, ja, und hier nicht irgendwie zusammenzufallen. Denn wenn du runterguckst und zusammenfällst, ja, dann passiert das halt noch viel leichter. Und hier kommen wir schon zum zweiten Punkt,
sieht man vielleicht ein bisschen. Versuch nicht auf Teufel komm raus, hier vorne irgendwie eine Länge zu bekommen, ja. Es gibt kleinere Menschen, es gibt größere Menschen, es gibt beweglichere Menschen, es gibt nicht beweglichere Menschen. Wenn du einfach auf Teufel komm raus versuchst, hier irgendwie vorne reinzukommen, obwohl du hier einfach keine Beweglichkeit im Fußgelenk oder im Kniegelenk hier einfach hast, so gerade im Fußgelenk, das ist es ja eigentlich, so, dann bringt es nichts, wenn du einfach auf Teufel komm raus versuchst, hier vorne irgendwie reinzukommen, weil damit begünstigst du ja hier dieses hinten rausschieben schon. Vor allem, wenn ich dann sage, ja, zuerst die Beine rausstoßen, dann bist du hier vorne, schiebst halt die Beine raus, aber da ist keine Verbindung von den Beinen zum Griff mehr da, weil das einfach hier nicht angespannt ist und dementsprechend die Kraftübertragung nicht richtig stattfinden kann. Das heißt auch hier immer die Technik bzw. die richtige Körperhaltung vor Länge und vor der, ich sag jetzt mal, Leistung nehmen. Ja? Ich meine, die Länge ist natürlich ein Teil, wie das Gerät die Leistung berechnet, wie du auch Leistung bringst. Aber wichtiger ist es erstmal, dass du lernst, hier die richtige Position zu halten. Und als letztes, und das habe ich auch schon gesagt, guck einfach mal ein bisschen hoch. Ja? Vielleicht auch, solltest du mit Vorsicht genießen oder solltest du ein paar Schläge mal machen. Guck einfach mal nach oben. Weil was tendenziell passiert, ist, dass du eher mit dem Oberkörper zuerst nach hinten gehst. Ja? Das ist auch nicht genau richtig. Das heißt, das hier nach hinten schmeißen, das mache ich nochmal in einem anderen Video, ist auch nicht korrekt, aber so als Gegenbewegung, um den Kontrast zu zeigen, genau richtig. Genau, das sind so die drei Dinge, die du da einfach mal machen kannst. Ansonsten schau auch einfach mal, dass du halt deine Fußgelenkmobilität, dazu kann ich auch nochmal ein Video machen, gegeben ist. Schau auch hier, dass das Stemmbrett ja nicht so weit oben ist, weil damit begünstigst du das Ganze natürlich. Weil da merkst du viel früher, hier komme ich nicht weiter rein, das habe ich dann auch in einem anderen Video gemacht, und dann wirst du dich wahrscheinlich noch eher vorne reinstrecken, ja, das heißt, mach vielleicht das Stemmbrett hier einfach einen Tick niedriger und dann ist es gut. So, coole Perspektive, muss ich sagen. Gib mir ein Däumchen, wenn es eine coole Perspektive ist. Genau, wenn dir das Video gefallen hat, dann habe ich noch was für dich auf www.ruderathlet.de. Dort kriegst du eine kleine kostenlose PDF, mit der du einfach so deine Rudertechnik und deinen Ruderstil so ein bisschen nochmal einen Level höher schrauben kannst. Kostet nichts, kannst dich einfach eintragen, kriegst du zugeschickt. Boom, easy. Und ansonsten, lass mir ganz gerne ein Däumchen da, lass mir ein Abo da und ganz, 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 ganz wichtig, bevor du jetzt abschaltest, schreib mir unbedingt in die Kommentare, falls du eine Frage hast, in irgendeiner Art und Weise, sei es zum Rudern, zur Rudertechnik, Workout, Ernährung, gesunde Gewohnheiten, was auch immer du wissen magst, was dir auf dem Herzen oder auf der Seele brennt. Und genau, weil all die Fragen aus den Kommentaren, die nehme ich halt auch auf und verarbeite sie in neue Videos. Genau, das war es dann von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, zieh durch, dein Fabian. Könnte ich noch ein längeres Ende machen? Ciao!